So Kai, heute Spiel gegen Eddersheim. Leider auch nur ein 2:2 oder vielleicht doch noch ein 2:2, weil zweimal zurückgelegen, zweimal zurückgekämpft. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, zum einen können wir natürlich froh sein, dass wir den Punkt geholt haben. Nach zweimal Rückstand zeigt natürlich auch wieder eine gute Moral. In unserer momentanen Situation, die letzten Spiele verloren, nichts geholt, keinen Punkt geholt, sind wir heute mit dem Punkt. Denke ich mal, im Endeffekt können wir damit auf jeden Fall zufrieden sein und darauf können wir jetzt aufbauen. Müssen das Positive mitnehmen in die Trainingswoche, dann ins nächste Spiel. Vor allem über die kämpferische Situation, denke ich, können wir heute uns wirklich nicht beklagen, haben wir alle Gas gegeben. Spielerisch ist noch wesentlich mehr Luft nach oben, auf jeden Fall, aber man hat auch so ein bisschen die Verunsicherung gesehen und deswegen sind wir mit dem 2:2 im Endeffekt. Wie kamt ihr mit der Situation zurecht, dass der Stefan heute nicht coachen durfte, sondern nur außerhalb des Spielfeldes zugange war? Wie kam die damit klar? Ja gut, mit dem Gino, dem Co-Trainer, der natürlich dann am Platz ist, der ist ja direkt dann auch bei uns, bei den Spielern, kann dann Impulse geben, kann dann Anweisungen geben. Die beiden sprechen sich ab, analysieren die Spiele und der Gino kann dann immer auch halt direkt intervenieren, wenn irgendwas ist. Und deswegen, klar, ist natürlich besser, wenn der Coach an der Seite steht, weil der Spielertrainer immer selber mit sich zu tun hat, eigentlich im Spiel. Aber jetzt, glaube ich, im nächsten Spiel darf der Stefan ja dann Gott sei Dank wieder an der Außenlinie sein und kann dann wieder eingreifen. Ja, Kai, dann wünsche ich dir und der Mannschaft für nächste Woche alles Gute. Das menschliche Glück fehlt jetzt gerade noch mal im Moment, aber du weißt, man muss das erzwingen und sich erarbeiten. Alles viel Erfolg. Dankeschön.